Kunstnacht 2018 in der östlichen Altstadt von Rostock. In der Blaudruckwerkstatt Haase sind Porträtbilder des armenischen Malers Avak Avadjan ausgestellt. Einige der Porträtierten sind anwesend. Ich bin Astrid und ich freue mich, dass Avak mich mit auserwählt hat, neben vielen anderen, und ein Bild von mir gemalt hat. Ich kenne ihn schon sehr lange, er hat bei mir im Laden auch schon eine Ausstellung gemacht. Und ja, da ist eine schöne Freundschaft draus geworden. Ich hänge natürlich auch hier. Ich bin die Bärbel. Und eigentlich sind das fast alles Mitglieder vom Altstadtverein. Das ist Gabi, das ist Astrid, das ist der Rainer Haase, das ist die Viola und das ist Max Schwarz. Und er gehört natürlich nicht zum Altstadtverein. Das ist der Herr Schwieger, der macht immer den Nachtwächter. Ja. Reinhard Haase charakterisiert den Altstadtverein. Und das nennt sich Altstadtverein. Und wir setzen die Freude durch, und um mehr geht es nie als die Freude. Wie sind die Bilder entstanden? Welche Bedeutung und Hintergründe haben die Porträts? Schauen wir dem Maler bei der Entstehung einiger Bilder über die Schulter. Avak ist nach Rostock gekommen, um auf Vermittlung von Astrid Stelter markante Gesichter aus der östlichen Altstadt für eine Gemäldeinstallation zu porträtieren. So malte er im September 2017 bei uns in der Wohnung unsere Porträts auf seine spezielle künstlerische Art und Weise. Zunächst fertigte er von mir eine Kohlezeichnung an, gewissermaßen als Übung, um sich mit der Form der Köpfe vertraut zu machen. Avak Avadjan wurde 1965 im Ort Shake in Armenien geboren. Neben der Malerei, die er bei großen Meistern studierte, machte er ein Diplom als Maschinenbauingenieur. Er widmet sich neben Porträts auch der Landschaftsmalerei. Er arbeitet mit Öl, Pastell, Aquarell und Acryl. Ausstellungen hatte er neben seinem Heimatland und Deutschland auch schon in Frankreich, Holland und der Schweiz. Dass er in Deutschland überhaupt arbeiten kann, verdankt er netten Bürgern, die gegenüber den Behörden für ihn gebürgt haben. Hier überträgt Avak mittels einer durchsichtigen Gaze mein Gesicht auf Papier und Leinwand. Das Arbeiten mit der Gaze ist Avaks spezielle Entwicklung. Ist der Künstler der Ansicht, dass die Kohlezeichnung den Charakter des Modells wiedergibt, arbeitet er das Porträt endgültig mit Ölfarbe aus. Ich habe gern still gesessen, aber nun bin ich froh, dass Avak fertig ist. Auch von mir skizziert Avak eine Kohlezeichnung von meinem Gesicht als Vorlage und fertigt anschließend davon ein farbiges Porträt. Gefällt es dir? Kann ich mitleben. Ja. Ein gemaltes Porträt wird nie eine fotorealistische Abbildung werden.
inwieweit die künstlerische Interpretation des Gesichtes Charakter und Eigenschaften des Porträtierten widerspiegelt, liegt einzig im Auge des Betrachters. Nicht nur Einzelporträts reizen den Künstler. So versuchte er sich auch an unserem Doppelporträt mit dem Namen Im Gespräch. Also ich muss sagen, dieses Porträt, wo zwei Leute irgendwas miteinander zu tun haben, das finde ich schon fast noch besser. Und ich finde es auch gut, dass die in Aktion sind, denn ich kenne Bilder so von früher, wo die beiden dann so saßen und dann so nach vorne guckten, ja, und man sah überhaupt nicht, dass sie in irgendeiner Weise miteinander kommuniziert, nicht? Awak stammt aus Armenien. So ist Deutsch nicht seine Muttersprache. Zur besseren Verständlichkeit geben wir seine Ausführungen zusammengefasst wieder. So dass ich zum Beispiel. Awak meint, dass er das Bild auch so in seinem Haus aufhängen könnte. Es würden ja nicht nur bestimmte Personen zu sehen sein. Es sei nicht nur ein Porträt, sondern ein Bild, ein Kunstwerk. Das ist seine Idee, viele Porträts zu malen und sie zu einem Kunstwerk zusammenzufassen, damit es für alle Betrachter interessant wird. Ein Bild soll ein schönes Bild sein. Ob ein thematisches Bild ist oder ein landschaftliches, in erster Linie muss ein so richtig. Awak führt weiter aus, dass für ihn ein Bild ein schöner Anblick sein soll. Egal, ob es eine Landschaft oder ein Porträt ist, es müsse künstlerisch, malerisch sein. Vorbilder für Awak sind der Maler Matisse oder deutsche Expressionisten. Die würden so malerisch denken. Bis ins 19. Jahrhundert wollten die Maler historisch malen. Alles genau naturgetreu darstellen. So Awak weiter. Sie seien noch nicht frei gewesen, einfach nur ein schönes Bild zu malen. Awak meint, dass er frei sei, ein Bild so zu malen, wie er es mag. Aufatmen und richtig an unser Bild denken. Ein Bild malen. Unser Doppelporträt ist fast fertig. Fertig für die Ewigkeit. Allerdings ist Awak mit dem Hintergrund noch nicht zufrieden. Ich konnte mir vorstellen, sogar das ganze Hintergrund ist nicht so. Awak kann sich vorstellen, dass der ganze Hintergrund nicht so realistisch den Raum zeigt, sondern ein abstrakter, farbiger Hintergrund die gewünschte Atmosphäre besser wiedergeben könnte. Das heißt für ihn, abstrakt denken, ohne Details. Details, das haben früher schon die alten Meister gemacht. Also sollte der Hintergrund noch abstrakter werden. Zurück zur Kunstnacht, zurück zur Ausstellung. Das ist mein letztes gemaltes Porträt von der Reihe, die ich gedacht habe für eine Ausstellung, für eine Porträtausstellung. Awak führt weiter aus, dass die Ausstellung zu seiner Idee gehöre, Menschen und Künstler zusammenzuführen, weil es seiner Meinung nach durch die Medien mit der Zeit eine Trennung gäbe zwischen den Menschen und der richtigen Malerei. Awak malte bis jetzt 25 Porträts und das ist das 26.
Er brauche noch etwa weitere 14, 15 Bilder, sodass 40 Porträts genug seien, um eine Ausstellung zu haben, auf der die Bilder dann zusammen die von ihm gewünschte Wirkung erzielen würden. Einige der Interessierte, ja. AWAC erzählt weiter, dass er es geschafft habe, inzwischen auch jüngere Menschen für seine Malerei zu interessieren. Schön, dass er die jungen Menschen auch noch porträtieren möchte und sie zu der Ausstellung hinzufügt. Und für meinen lieben Gastgeber und Meister Blaudruck-Werkstatt, Meister Blaudruck-Meister Herrn Reinhard Hase, danke dir, Reinhard. Dank dir konnte ich diese Porträte ja so weit bringen. Aber du bist eine Freude. Ja. Und so, wir machen weiter. Dann können wir uns ja noch auf weitere Ausstellungen freuen. Auch in Rostock.